Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe heute mal wieder ein aufgebraucht und platt gemacht Video für euch, also quasi ein Müllvideo. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hier mal durch diese Kiste durchzustöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die ganze Sache ist hier sehr, sehr bunt gemischt. Ich habe hier Sachen aus Adventskalendern drin, Sachen aus Kooperation, Sachen aus der Drogerie, die ich mir selber gekauft habe und alles Mögliche im Prinzip, ne? Was ich zum Beispiel auch richtig cool finde, ist, dass ich durch das Project Pen, was Melia ins Leben gerufen hat, wirklich jetzt auch vermehrt dekorative Kosmetik aufbrauche. Da ist zum Beispiel hier von Fenty Beauty dieser Foundation Stick mit dabei. Da habe ich auch gleich einen Tipp für euch. Also den habe ich jetzt noch heute das letzte Mal im Gesicht. Da habe ich mir die letzten Reste, die hier noch quasi drin waren, also das hatte sich schon so ein bisschen gelöst, weil man muss es, also im Prinzip kannst du das, ich weiß gar nicht, bis hierhin oder so, kann man das normalerweise drehen und dann empfehle ich euch nochmal kräftig dran zu drehen, weil dann geht dieser Pinöppel hier hoch, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, hier drin ist dann noch so ein Pin, ne? Und dann schiebt er den letzten Rest auch noch hoch, sodass ich halt auch wirklich alles aufbrauchen konnte, beziehungsweise ein ganz kleines bisschen war, glaube ich, noch da. Das ist dann abgefallen, das konnte ich dann auch nicht mehr verwenden. Und ja, aber im Großen und Ganzen, ich habe den gut leer gemacht und genau, die hat nämlich das Project Pen ins Leben gerufen, wo wir dann eigentlich monatlich die Sachen auswiegen und dann quasi bei Claudis Bunte Welt zeige ich euch auch immer meinen Fortschritt, ne? Und die war gar nicht mal so schlecht. Zeitweise fand ich die blöd, aber dann am Ende, also je mehr ich quasi sie aufgebraucht habe, desto besser fand ich sie. Die ist nicht super deckend. Also ich musste oder muss hier zum Beispiel bei meinen Rötungen, das sieht man zum Beispiel auch, da hätte ich vielleicht mit Color Correction arbeiten können, ne? So ein bisschen mit Concealer auch nachhelfen, weil das einfach nicht so eine große Deckkraft hat. Aber ich fand die Foundation gut. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kommt auch hier zur Seite, damit ich das für mein Project Pen auch noch mit abfilmen kann. Dann ein Haaröl, was ich euch mega empfehlen möchte. Das ist das von Londa. Das Velvet Oil, das Lightweight Oil. Das mache ich mir morgens in meine Haare rein. 2 Pumphübe sind das. Und dann gebe ich mir das so in meine Längen und Spitzen, arbeite das schön ein. Und jetzt sehe ich zum Beispiel, ich habe es leer, habe kein Backup aktuell. Und benutze jetzt gerade ein anderes, was viel, viel teurer ist. Ne? Das Sebastian Dark Oil ist das, glaube ich. Und genau, das hier ist viel, viel besser. Das ist mit Arganöl und Vitamin E. Eins meiner absoluten Lieblingshaarprodukte, die ich so empfehlen möchte. Und mega, also große Empfehlung. Dann habe ich hier aus dem Green Door Adventskalender den Fußbalsam aufgebraucht. Der ist total fest, ne? Also wenn man den auch so drin hat, den kriegst du halt entweder nur mit dem Fingernagel oder mit dem Spatel raus. Ich muss eben einen Schluck trinken. Aber auf den Füßen schmilzt das dann wie so ein Abschminkbalsam quasi ja auch, ne? Und dann kann man das schön drauf machen. Das ist wie so Öl quasi. Und Socken drüber, glücklich sein, mega großartig. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann habe ich hier von Müller das Antitranspirant mir gekauft von Aveo Ultra Protect 6 in 1. Ich habe das jetzt nicht, wobei doch, teilweise waren es auch noch sehr heiße Tage, ne? Doch, da habe ich es auch verwendet. Mochte ich. Also hat mich gut geschützt, habe ich morgens angewendet. Und ich fand das jetzt auch wirklich überhaupt nicht, dass es irgendwo abgefärbt hätte oder Kleidung eingefärbt hätte oder Rückstände hinterlassen hätte. Das mochte ich. Das fand ich wirklich gut und würde ich auf jeden Fall auch nachkaufen, wenn ich noch neues Deo brauche. Dieses Öl von Freiöl habe ich mal von jemandem geschenkt bekommen. Ich habe mir nur leider nicht aufgeschrieben, von wem. Das Figuröl ist es einmal hier gewesen und das verwende ich ja gerne an meinen Oberschenkeln. Das heißt, von Knie bis Hüfte verwende ich gerne Öle, einfach um meine Haut da ein bisschen mehr zu pflegen. Ich habe an den Oberschenkelinnenseiten Zebrastreifen durch zu schnelles Wachstum, ne? Und außen halt ein bisschen Zellulite. Und um die Haut ein bisschen geschmeidiger und weicher zu machen, nehme ich da sehr, sehr gerne Öl anstatt von einer Bodylotion. Und das hat mir gut gefallen. Da habe ich auch noch das ein oder andere Backup von. Wobei ich da sagen muss, da ist es mir egal, ob ich jetzt Babyöl nehme, ob ich dieses Figuröl nehme, weil da glaube ich nicht, dass da halt groß Unterschiede von der Wirkung an und für sich sind. Da geht es eigentlich mehr darum, dass die Haut genährt wird. Ja, und hier habe ich jetzt ein Produkt von meinem Skincare-Brand Partner des Vertrauens und zwar von Dalton. Da habe ich jetzt aktuell ja auch den Code SUPERCLAUDI, da könnt ihr 20% auf alles sparen und 25% auf die beiden Boxen von Mösi und Monique. Da habe ich leer gemacht die Sensitive Care Derma Balance Hyperallergene Augencreme. Die gibt es ja auch in dem Sensitive Set, ne? Also wenn ihr Bock auf die Sensitive Reihe habt, guckt euch die Sets an. Die sind halt nochmal rabattiert und da gilt jetzt gerade bis heute Abend, heute Nacht um 23:59 halt der Code auch noch mit drauf.
Fand ich sehr, sehr schön, aber sie ist eher eine leichte Sache, eher so milchig von der Konsistenz. Die würde ich eher morgens anwenden oder halt so als Hochsommercreme nehmen. Die hat jetzt nicht so einen Lifting-Effekt mit dabei, aber sie pflegt halt die Augenpartie, was ich sehr, sehr schön fand. Und die hatte mir meine Ansprechpartnerin Janine empfohlen, nachdem ich ja diesen leider kleinen Fail hatte mit der Geschichte von Charlotte Tilbury. Da hatte ich ja quasi eine Augencreme verwendet, die auch Retinol mit drin hatte und habe mir damit ja die Hautbarriere komplett um die Augen zerstört. Und da bin ich ja dann auf die hier gekommen, alternativ auf die Soja Repair, die finde ich ja noch ein bisschen besser, aber die hier habe ich jetzt auch leer gemacht. Dann habe ich von, apropos Augen, Shiseido, die Vital Perfection Uplifting and Firming Express Eye Masks aufgebraucht. Die hatten wir jetzt schon in mehreren Adventskalendern drin und die mochte ich. Also die sind halt wie große Tuchmasken. Meine Stimme geht schon wieder weg und das ist das erste Video, da dumm. Genau, die sind halt wie so große, also wie Tuchmasken, nur halt als unter den Augen, aber die gehen auch wirklich so komplett hier auch über die Wange. Ne? Die sind sehr, sehr groß, sehr, sehr nass. Schön pflegend und haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ich würde sie jetzt so nicht nachkaufen, aber ich habe es genossen, sie anzuwenden, muss ich wirklich sagen. Und ich freue mich auch, dass ich da noch das ein oder andere Backup auch durch Adventskalender habe. Und dann habe ich hier was aufgebraucht, was nur für diejenigen ist, die es lieben, sehr, 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 sehr reichhaltige Körperpflege zu verwenden. Denn das hier ist eine Butter, die noch buttriger ist als Butter. Das ist von I Want You Naked, die Body Butter Coco Glow. Der Duft ist natürlich auch nochmal so eine Sache, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Hier unten haben wir einen Glasstiegel, die dann natürlich, der wird im Glasmüll entsorgt und der Deckel dann im Plastikmüll. Ne? Das ist ein, genauso wie der Fußbalsam von Green Door, ein festes Produkt, was dann halt in Kontakt mit der Haut zu Öl wird. Wenn man das mag, sich sowas über den kompletten Körper zu geben, jetzt gerade in der sehr kalten Jahreszeit, ist das vielleicht mal eine gute Sache. Ich war jetzt froh, ehrlich gesagt, als es leer gegangen ist. Also ich war nicht traurig drum, dass, ne, als es leer war. Also bin ich ehrlich. Dann habe ich hier ein Produkt von Typology aufgebraucht. Das hatte ich mal als Goodie-Produkt mit dabei, als ich einen Code, auch, nee, nicht einen Code, als ich eine Aktion mit denen hatte, eine Kooperation. Ne? Das ist das L11. Das ist so ein Augen-Remover-Geschichten-Gedönsen. Und genau, habe ich zum Double-Cleansing verwendet. Meins hat irgendwann komisch gerochen, aber ich glaube, das hat es von Anfang an. Es hat sehr chemisch gerochen, finde ich persönlich. Das hat mir leider nicht ganz so gut gefallen. Die Entfernerwirkung war aber gut. Ich persönlich bin aber nach wie vor eher so ein Fan davon, quasi einen Abschminkbalsam zu verwenden in Kombination mit einem normalen Cleanser. Da komme ich einfach besser mit klar. Und ja, genau, deswegen würde ich mir das so jetzt nicht nachkaufen. Aber wenn man das als Goodie bei der Bestellung mit dabei hat, definitiv verwenden, ne? Kommt immer gut. Dann habe ich meinen Zahnbürstenkopf gewechselt. Ja, das mache ich immer mal wieder, ne? Mindestens einmal im Monat darf das sein. Und wenn ich dran denke, dann schmeiße ich das auch hier mit rein. Da habe ich ja meine Ultraschall-Zahnbürste schon seit 2 Jahren in Einsatz. Die finde ich echt klasse. Dann habe ich von Biotherm Lichtschutzfaktor aufgebraucht. Das ist hier, oh, der war super. Urban UV Defense Hydration SPF 50+. War mit 30 Millilitern, glaube ich, so eine Reisegröße oder so. Entschuldigung. Ja, also fand ich super. Also darauf hat Make-up gut gehalten. Das hat sich nicht abgerollt. Ich konnte auch eine gute, große Menge von verwenden. Also wirklich 2 Finger fürs Gesicht, dann nochmal 1 Finger für Hals und nochmal 2 Finger für Dekolleté und etwas tiefer gehend. Und fand ich großartig. Den finde ich richtig, richtig gut. Kann ich euch extrem ans Herz legen. Und es ist halt auch einfach wichtig, im Winter Lichtschutzfaktor zu tragen. Ich bin ja per se eine ziemliche Blassnase. Ne? Das heißt, bei mir kommt das sehr, sehr schnell, dass meine Haut dann ja auch auf die Sonne reagiert. Hier ist irgendwas nass geworden. No. Und ja, deswegen ist das für mich halt sehr sinnvoll, das grundsätzlich auch zu machen. Dann habe ich hier was aufgebraucht von Kaimana. Das ist der Intensive Nourishing Conditioner. Den fand ich auch sehr angenehm. Der hat mir echt gut gefallen. Das Shampoo habe ich noch in Anwendung. Und ich glaube, Hair Like Cloudy 15 gilt da permanent drauf. Ne? Da müsst ihr mal gucken, wenn ihr dort euch was nachbestellen möchtet, dann könnt ihr gerne meinen Code verwenden. Der ist nur für euch halt. Ne? Und ich mochte den Conditioner. Der hat meine Haare wirklich auch schön genährt und dazu geführt, dass sie sich halt auch wirklich gut angefühlt haben. Dass ich einfach gemerkt habe, die brechen nicht so schnell ab. Die sind einfach auch geschmeidig und auch gepflegt, wenn ich fertig bin damit. Ne? Und ja, Conditioner trage ich immer als letzten Schritt von meiner Haarpflege auf. Auch nach Haarmasken ist es dann. Ne? Von MZ Skin habe ich hier Augenpatches gemacht. Das sind die Hydra Bright Gold Eye Masks gewesen. Die fand ich auch ganz gut und kann man definitiv machen. Jo,
Genau. Also die haben auch einfach Feuchtigkeit gespendet und meine Augenpartie gepflegt und gemacht, dass die Augenringe nicht ganz bis nach unten durchgehen. Dann habe ich hier von Rituals noch eine Haarmaske aufgebraucht. Genau, noch eine vor allem. Ich habe noch gar keine gezeigt, ja. Die Keratin Recovery Hair Mask, die hatte ich, glaube ich, letztes Jahr im Adventskalender. Fand ich gut, fand ich solide, würde ich mir nicht nachkaufen. Da gibt es tatsächlich sogar in der Drogerie welche, die ich mindestens vergleichbar finde. Ne? Knack, das war die Hüfte. Und wenn wir schon mal bei Haarpflege sind, dann gehen wir auch mal zu Sol de Janeiro. Das hatte ich mir bestellt bei Lookfantastic. Da könnt ihr ja mit Claudi Welt immer den maximalen Rabatt bekommen, wenn ihr möchtet. Und das ist das Strengthening and Smoothing Shampoo. Ich meine, dass ich hier auch den Conditioner noch davon drin haben müsste. Oder ich habe euch den letztes Mal gezeigt, weil das sind jetzt die Produkte von den letzten 2 Monaten, glaube ich. Ne? Brazilian Joya. Ja, ich mochte den Duft. Der war aber nicht so lange in den Haaren drin, wie ich mir das erhofft hatte, muss ich gestehen. Da habe ich dann noch das Leave-In, was ich verwenden werde, nachdem ich das von Kaimana aufgebraucht habe. Aber ich mochte das Shampoo schon. Es hat schön meine Haare gereinigt, weil dafür ist ein Shampoo ja eigentlich da. Und ich wechsle ja immer zwischen einem Tiefenreinigungsshampoo oder einem volumengebenden Shampoo und einem normalen Shampoo, ne? Einem nährenden Shampoo. Und das hier hat einfach auch dieses Strengthening and Smoothing. Das war halt quasi für jeden Tag. Und wenn ich halt diese anderen nehme, dann nehme ich die nur 2-mal die Woche. Das nehme ich dann 5-mal die Woche. Ja, ich wasche jeden Abend meine Haare. Was daran liegt, dass ich jetzt hier ja auch immer so schön mit meiner Weihnachtsmütze nachher sitzen werde. Und hier in diesen Haaren befindet sich schon allerhand drin. Heute waren wir ziemlich viel auf der Couch, weil Julius leider krank ist oder war. Das geht ja relativ schnell dann auch vorbei, ne? Aber ja, genau, dann habe ich da auch allerhand Krümel und Käsebrötchen und so reingekriegt. Dann wasche ich die abends ganz gerne. Dann hat mein Freund noch was bei mir mit in die Kiste geschmissen. Und zwar von Jeanette Len ohne Gedöns. Die 3-in-1 Dusche, Meeresextrakte und Gurke. Es gibt ja von Jeanette Len auch dieses Aloe-Gurke irgendwas. Das finde ich ja gut, ne? Ich glaube, ihn könnte ich damit jagen. Wobei, da riechst du wirklich auch ein bisschen die Gurke raus. Hat er gemocht. Fand er gut, ne? Hat er gerne aufgebraucht und jo, mochte er. War jetzt nicht irgendwie so ein kaltes Duschgel, ne? Wenn du dieses Menthol oder so drin hast. Dann habe ich hier von Mutmaski ein Körperpeeling aufgebraucht. Velvety Glow Body Scrub. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich was gemacht hat. Also ich habe jetzt keinen mechanischen Peeling-Effekt groß bemerkt. Das hat so Mini-Fitzel-Peeling-Partikel drin gehabt. Aber ich glaube, dass das eher so auf enzymatischer oder AHA-Basis sein sollte. Weil hier hast du ganz, ganz viele Fruchtextrakte und so weiter drin. Und hier war die Anwendung auch ein bisschen entscheidend, weil da stand auch hinten drauf, dass man sich das erst so verteilen soll. Und dann soll man sich von den Füßen und den Händen so, ne, bis zum Herz vorarbeiten und damit den Körper beleben. Ja, ja, das Feeling, das zählte halt dabei. Würde ich mir jetzt so nicht nachkaufen und wenn ich das nochmal in der Box drin hätte, auch nicht unbedingt wieder verwenden, weil da habe ich einfach mit meinen Salz- oder Zuckerpeelings mehr welche, wo ich mich einfach wohler mitfühle für den Körper, ne? Aber es war auf jeden Fall nicht schlecht, so kann man es auch sagen. Dann habe ich von der lieben Melli eine Maske bekommen. Ich habe ihr den ein oder anderen Adventskalender geliehen. Da schaut gerne mal bei Mello Flori vorbei. Da hat sie mir die Current Body Skin Maske nämlich als kleines Dankeschön mitgebracht. Die gibt eine super weiche Haut, durchfeuchtet 1A. Hat leider ein extrem labiles Hydrogel-Vlies mit dabei, aber es hält sehr gut auf dem Gesicht. Und mein Gesicht hat sich auch wirklich danach toll angefühlt. Ey. Und mochte ich, ist aber relativ hochpreisig, ne? Trotzdem eine schöne Maske. Sie kommt nicht an meine Lieblingsmaske von Dalton ran, aber es ist eine sehr empfehlenswerte Maske. Wenn man sie irgendwo greifbar hat, verwendet sie auf jeden Fall, aber vorsichtig. Warum werde ich jetzt so dunkel? Wahrscheinlich, weil der hier so drauf steil geht, ne? Weiß ich nicht. Hallöchen, Herr Kamera, möchten Sie bitte, möchten Sie vielleicht, ja, das, der weiß ich auch nicht, was der da manchmal hat, ne? Vielleicht muss ich etwas höher kommen. Manchmal bastelt man ja so ein bisschen, bis dass die Kamera einen dann auch irgendwie findet. Ich meine, er hat mich gefunden. Ich habe ein Viereck quasi um mein Gesicht in dem Display, ne? Naja. Egal, wir gucken weiter. Hier habe ich auf jeden Fall noch etwas von, bei Beauty Bay. Das ist die Eigenmarke von Beauty Bay, ne? Moisture Complex und Alge. Eine Gesichtsmaske hatte ich hier mit drin. Die mochte ich vor allem im Sommer super gerne. Ich habe die morgens angewendet, einmal die Woche, ne? Also ich habe für jeden Tag in der Woche so ein Pöttchen bei mir stehen. Und dann halt morgens, während ich Zähne putze, mache ich mir eine Gesichtsmaske drauf. Die war super erfrischend und ich fand die angenehm. Die hat Feuchtigkeit gespendet und danach hat sich meine Haut gut gefühlt und deswegen würde ich empfehlen, sie zu verwenden, sofern man sie da hat. Ob man die sich jetzt unbedingt kaufen muss, sei jedem selbst überlassen. Ich versuche irgendwie so ein bisschen zu basteln, damit meine Kamera klarkommt.
Mal gucken, ob es hinhaut. Achso, ich habe hier exemplarisch mal eine Duftkerze mit reingepackt. Vielleicht sind hier noch ein paar mehr. Ich habe, ich weiß nicht, 10 Duftkerzen aufgebraucht oder so. Das hier war von Domol, die Spring Blossom. Da sieht man, dass die auch ziemlich gerußt hat. Viele Kerzen, die ich verwende, rußen schon, obwohl ich die halt auch wirklich so gut verwende, wie man es nur verwenden kann. Das heißt, dass ich, habe ich ja bei der ja auch, ich warte auch immer so lange, bevor ich sie auspuste, dass die ganze Oberfläche sich so verflüssigt hat, damit die auch vernünftig runterbrennt und so. Genau, und die roch gut, die war so ein bisschen, ja, Frühlingsblüte halt, ne, ein bisschen blumig unterwegs, ein bisschen frisch gewaschene Wäsche. Das war schon schön. Dann habe ich die Nabla Vigis Mascara aufgebraucht in Waterproof. Das ist einmal diese hier. Die mochte ich schon und ich finde es ein bisschen irreführend, dass sie halt Vigis heißt, dass sie dieses Design hat, weil ich persönlich einfach finde, dass sie mit der normalen Vigis Mascara nicht ganz so viel zu tun hat. Also, das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Mascaras, die machen unterschiedliche Ergebnisse, die muss man unterschiedlich handhaben und das hier ist vor allem ein absolutes Pain, die abzuschminken. Das ist wirklich so. Da musst du wirklich, also fast schon teilweise Triple Cleansing machen und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Trotzdem, das ist eine Mascara, die sehr, sehr gut hält. Die hat ein tolles Bürstchen unten dran. Die hat im Gegensatz zu der normalen Vigis Mascara nicht so dieses Verklumpen verursacht. Die hat ein ganz anderes Bürstchen hier oben, ne? Also die ist halt eher so ja, gerade, ne? Oder eher fast schon tannenbaumförmig. Aber die andere Vigis, die ist ja richtig, also die ist ja anders. Also die hat ein ganz anderes Bürstchen und die hat auch ein ganz anderes Ergebnis. Die normale Vigis macht die Wimpern halt wirklich auch voll, also dass man halt auch wirklich dazwischen einigermaßen Mascara bekommt. Und die hier gibt halt ein ähnliches Ergebnis wie die Max Deck, die ich heute drauf habe, wo man halt einfach eine Länge macht, wo man eine Trennung macht und ein bisschen Schwung auch mit reinbringt. Aber ich finde einfach, das sind zwei verschiedene Mascaras. Das ist für mich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt mir das gerne in die Kommentare, ne? Aber für mich sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Dann habe ich hier von Balea was aufgebraucht, das ist der Ultra Sensitive Milky Toner mit Panthenol und Ziza. Den fand ich schön, der hat meiner Haut sehr, sehr gut gefallen. Als ich ihn nicht mehr verwendet habe und dann umgestiegen bin auf den von Isana, den Milky Toner, den ich gerade verwende, ich weiß nicht, ob das an dem Umstieg lag oder ob es daran liegt, dass ich halt quasi jetzt ein bisschen, keine Ahnung, durch die Heizungsluft oder so, ne, dass meine Haut einfach anders geworden ist oder durch Stress oder durch Süßigkeiten. Man weiß es manchmal nicht so genau. Ich habe einfach in der Zeit tatsächlich hier unten vermehrt Pickel bekommen. Weiß ich nicht. Die hatte ich nicht so ausgeprägt, als ich den verwendet habe. Der hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Den kann ich definitiv empfehlen. Dass wenn man halt einen Toner sucht, der auch auf dieser Milky-Basis ist, ich stelle es mal ihm zur Seite, dass man sich den mal angucken kann, weil der kostet ja auch wirklich nicht viel. Das ist die Med-Reihe, das ist wirklich für sensible Haut sehr gut geeignet. Kann ich wirklich empfehlen. Dann habe ich dieses hier verwendet von Balea, auch ein schöner Toner. Aber ich finde den Ultra Sensitive Milky Toner besser. Hydration Toner mit Panthenol und Allantoin. Ja, das war halt eher etwas, was ich dann morgens verwendet habe. Der ist eher flüssiger gewesen. Der ist total solide. Den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Der hat auch eine beruhigende Wirkung mit dabei. Der brennt auch nicht irgendwie auf irritierter Haut oder so. Auf jeden Fall ein schöner Toner, ne? Toner verwende ich immer sehr, 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 sehr konsequent. Also immer so als ersten Schritt, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe, kommt ein Toner und dann kommt halt die nachfolgende Pflege und Toner sind wichtig. Dann habe ich hier eine Creme verwendet, die ich auch sehr schön fand. Von Isana ist es die Ceramide und Panthenol Creme. Die ist parfümfrei, die habe ich abends verwendet. Die war super, super angenehm und definitiv eine solide Creme, wenn man halt einfach seine Haut pflegen möchte, wenn man sie reparieren möchte, wenn man sie beruhigen möchte. Da ist das auf jeden Fall eine Empfehlung von meiner Seite. Und die habe ich dann auch gerne kombiniert halt mit krassen Seren, ne, die ich dann halt mit entsprechenden Wirkstoffen hatte. Weil das hier ist halt wirklich eine schöne Schweiz. Creme, die hat nichts drin, was da irgendwie mit komisch wirken könnte. Genau, die hat mir gut gefallen. Kommt zur Seite, weil ich so eine Balea und Isana Testreihe gerade auch noch fahre. Dann habe ich hier eine Zahnpasta leer gemacht von Dentifrisch mit Propolis. Das fand ich auch sehr witzig. Und Minze. Die habe ich mal geschenkt gekriegt von der lieben Pamela. Die hat mir mal ein Päckchen geschickt. Die fand ich okay, aber hat für mich persönlich jetzt nicht so diesen frischen Geschmack im Mund gemacht, wie das andere Zahnpasten machen. Und ich fand sie okay. Also ne, nichts, wo ich jetzt sagen würde, die brauche ich jetzt unbedingt wieder. Aber jo, sie war okay. Was ich hingegen liebe, die kennt ihr von mir, das sind die Ampullen von Dalton. Ne? Da habe ich die Marine Selection als mein Lieblingsset. Und ihr könnt auch mal schauen, die haben aktuell auch so Aktionen. Auch da könnt ihr mit meinem Code halt drauf sparen. Da kriegt ihr dieses Ampullenset oder auch andere Ampullensets in so einer Weihnachtskugel.
Da sind aber nicht mehr viele von da, ne? Also schaut da mal vorbei, ob es die noch gibt. Und dann kann man das so aufklappen und dann hat man in dieser Kugel halt dieses Ampullenset, tritt sich wunderschön aus. Ansonsten ist die Verpackung halt so, die auch sehr schön ist, die platzsparend ist. Aber ich fand das mit der Weihnachtskugel sehr süß. Okay, hier haben wir auf jeden Fall 5 verschiedene Ampullen drin, die ich alle von der Wirkung sehr gerne mag. Die Extreme Lift ist meine stinke Ampulle. Ich mag den Duft von der Extreme Lift Reihe nicht, aber ich mag halt super gerne, was sie in meinem Gesicht macht. Nämlich durch diese Botox-Sache, die da mit dabei ist, also natürliche Botox-Alternative, diesen Lifting-Effekt, dann Hyaluronic Urea, die spendet Feuchtigkeit und beruhigt die Haut. C, Skin Essential Activator, ist halt dafür zuständig, mit Stammzellen die Haut zu reparieren. Liebe ich total und die teilt sich mein Gesicht auch immer mit meiner Kaiserschnittnarbe. Leute, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut bei mir, ne? Dann habe ich die Q10 Energy Boost Ampulle, die man vor allem morgens verwenden sollte, weil sie halt wirklich den Zellstoffwechsel anregt und die Haut belebt. Du kriegst dadurch so ein richtig schönes Strahlen. Und die Kaviar Deluxe, die einfach so großartig ist, die ich euch immer wieder ans Herz lege. Eine sehr, 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 sehr geile Ampulle, die nährend ist und die die Haut so richtig schön und saftig aussehen lässt, ohne halt irgendwie fettig oder so zu wirken. Und ja, so sehen die halt aus, wenn die aufgebraucht sind. Keine Ahnung, warum ich mir die immer reinpacke. Ich finde das irgendwie ganz witzig und süß. Und was ich euch immer empfehle, ist natürlich die in Kombination mit dem Ampullensprüher zu verwenden. Ich glaube, bis auf die Kaviar Deluxe, weil die ein bisschen zu dickflüssig ist, kannst du auch alle hiervon mit dem Ampullensprüher verwenden. Der macht halt, dass die Ampullen zum einen verschlossen werden und zum anderen, dass man die halt besser dosieren kann, ne? Also ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist mein absolut liebstes Ampullenset bei Dalton und generell. Ich finde die sehr, sehr schön, verwende ich so als Alternative zu einem Serum zum Beispiel. Dann habe ich hier etwas drin enthalten von Geek & Gorgeous Mighty Melt. Das habe ich euch super oft schon gezeigt. Das ist ein Abschminkbalsam, den habe ich jetzt aufgebraucht. Der ist nicht so super fest wie zum Beispiel der von Yepoda oder so, aber der ist auch nicht so cremig wie der von Elemis zum Beispiel. So ein Zwischending, ne? Also wenn man da mit dem Finger reingeht, dann kriegst du halt direkt auch schon ein Produkt so auf den Finger drauf. Aber es hat halt auch so diese feste Oberfläche so, ne? Naja, finde ich großartig, entfernt bei mir super gut. Das Make-up ist ein super erster Schritt und ich kriege damit auch fast alles runter. Die Nabla Vigis war wirklich schwierig, aber sehr empfehlenswert. Also damit komme ich wirklich sehr gut zurecht. Ich weiß, dass Nicole zum Beispiel den gar nicht mag und genau, manchmal ergänzt man sich dann ja auch irgendwie, ne? Dann habe ich hier was für die Haare aufgebraucht und zwar den Conditioner. Cherry Blossom and Rose Volumizing Hair Care von Lux Lys nennt sich das. Ich glaube, ich habe auch noch hier das Shampoo. Genau, hier habe ich beide aufgebraucht. Shampoo und Conditioner. Ja, das hatte halt so einen ganz leichten, dezenten Kirschblütenduft. Das war jetzt nicht die Welt, ne? Muss ich wirklich sagen. Das war eher ein Hauch von und das hielt auch nur ganz leicht unter der Dusche. Ja, also hatte ich mir irgendwie ein bisschen krasser vorgestellt, aber es war schön, es hat mir gefallen, es hat meine Haare gepflegt, ich habe damit meine Freude gehabt und ja, würde sie auch wiederverwenden, wenn ich sie nochmal irgendwo drin hätte. Dann habe ich ein Parfüm aufgebraucht und zwar von Emile Elise, das Melting Lust. Ja genau, das war letztes Jahr im Parfori Adventskalender drin enthalten. Das war, naja, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das hat ein bisschen was nach Papier riechendes. Als würde man quasi in der Bücherei sitzen, finde ich. Ist es so ein bisschen der Duft. Den habe ich eigentlich ganz gerne gemocht. Also der hat auch ein bisschen was Sandelholzmäßiges mit dabei, aber halt kein Duft, wo ich sage, Mensch, der bleibt mir direkt in der Nase hängen, ne? Weder positiv noch negativ. Dann habe ich hier das Revita Lash aufgebraucht. Jetzt aktuell habe ich wieder in Anwendung das Grande Lash. Ihr fragt mich ja immer wieder, welches Wimpernserum ich aktuell verwende. Ich mache das so, dass ich im Prinzip von beiden immer irgendwie ein Backup da habe und dann tausche ich dann immer. Ich wechsle. Und beide finde ich total toll. Also bei dem Revita Lash könnt ihr sparen, wenn ihr mit Claudi 15 direkt auf der Homepage euch das kaufen möchtet. Bei dem Grande Lash könnt ihr sparen, wenn ihr mit Claudi Welt bei Lookfantastic, ne, das bestellt. Ihr bekommt es auch gerade in dem Beauty Vault von Lookfantastic. Das ist da mit drin. Finde ich ziemlich geil, also das Grande Lash, ne? Naja, ansonsten gibt es auch bei Sephora und so weiter, aber da habe ich halt keinen Code. Auf jeden Fall ist das ein Wimpernwachstumsserum mit Hormonen, was halt wie ein Eyeliner daherkommt, genau wie das Grande Lash auch. Und das habe ich mir abends aufgetragen, jeden Abend, ja.
wie ein Eyeliner, halt ohne Wing. Und das macht halt, dadurch, dass es Hormone mit drin hat, dass die Wimpern an den Haarwurzeln festgehalten werden und dementsprechend die Wachstumsphasen verlängert werden und die Wimpern nicht ausfallen. Wenn du ein ölhaltiges Produkt verwendest oder eins ohne Hormone, ist das meistens so auf Rizinus- oder Arganölbasis oder Jojobaölbasis, ne? Das ist mehr dafür da, um die Haare zu pflegen. Genauso wie ich jetzt hier ja zum Beispiel mein Londa Haaröl habe, was ich mir in die Haare reingebe, wäre dann quasi auch ein Arganöl für die Wimpern oder ein Rizinusöl für die Wimpern dafür da, damit die Haare nicht abbrechen. Also das ist fürs Wachstum und Öl ist gegen die gegen Haarbruch. So. Genau, das mal nur so als kleine Erklärung. Bei mir würde es theoretisch wahrscheinlich auch noch länger halten, aber ich habe das so, dass ich sage, Mensch, komm, 2 Monate lang verwende ich etwas direkt maximal an meinem Auge, sei es Mascara, sei es Eyeliner, sei es hier jetzt auch ein Wimpernserum. Bei einem Wimpernserum wandert das dann natürlich hoch in meine Augenbrauen und wird dann da aufgebraucht, ne? Und ja, bei einer Mascara oder bei einem Eyeliner werden die dann aussortiert, aber die meisten gehen halt schon vorher leer. Dann habe ich auch was aus meinem Project Pen aufgebraucht, und zwar von Nabla den Regeneration Concealer. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon letztes Mal gezeigt habe. Es ist ein Weilchen her, dass ich mein letztes aufgebraucht Video hochgeladen habe, deswegen, oder auch gefilmt habe vor allem. Deswegen habe ich mir gedacht, ich glaube, das habe ich noch nicht gezeigt. In Light Ivory habe ich den. Finde ich per se ganz schön, aber das Ding bei ihm ist, dass er halt irgendwann super krass zuspackt. Also jetzt mittlerweile ist es halt so, dass ich ihn gereinigt hatte, nachdem ich ihn aufgebraucht habe und dann nichts mehr rauskam. Und mir ist die Farbe Light Ivory, was eigentlich die hellste Farbe ist, im Winter leider ein bisschen zu dunkel. Und deswegen hatte ich zugesehen, dass ich den im Sommer aufbrauche. Die Deckkraft ist sehr, sehr nice. Also die kann man sich definitiv mal anschauen, wenn man eine höhere Deckkraft haben möchte. Jetzt gerade habe ich den von Danessa Myricks in der Farbe 2 in Anwendung. Und die hat eine leichtere Deckkraft, kriegt dafür aber auch ein bisschen weniger irgendwie auf meinem Gesicht oder in meinen Fältchen rum. Und ja, den mag ich auf jeden Fall. Weiß aber nicht, ob ich mir den jetzt wirklich nachbestellen würde, muss ich nochmal in mich gehen. Weil sobald ich den aufmache, muss ich den aufbrauchen, ansonsten habe ich ein Ibar-Gefühl dabei. Ne? Dann habe ich hier, achso, den bekommt ihr bei Purish übrigens auch. Und, da ist noch bis Ende des Monats Claudis Welt 10 gültig, dass ihr da 15, nein, Claudis Welt 15 gültig, dass ihr mit Claudis Welt 15 15% auf meine komplette Favoritenseite und auf Carla Cosmetics spart. Von Hashtag BeRoutine habe ich aufgebraucht, die Augenpads. Feuchtigkeit und Cooling sollten die machen. Ich fand die gut. Du hattest 6x2 Pads hier drin und das fand ich in Ordnung. Also das kann man auf jeden Fall machen. Ich fand es schön, dass man hier einfach so ein Mehrfachpack hatte und die haben mir gut getan, die sind nicht blöd gerutscht oder so, die haben gut gehalten, die haben gut gepflegt. Deswegen, wenn man halt einfach nach sowas Ausschau halten möchte, kann ich die definitiv empfehlen. Ich würde die aber tatsächlich auch auf ähnlicher Schiene empfehlen, wie die zum Beispiel von Essence in diesem Pöttchen drin. Ne? Da hast du ja auch ganz, ganz viele Augenpads in einem Pöttchen und hast da dann auch wirklich für jeden Tag was von. Ja, es ist sehr viel leer geworden. Zum Beispiel auch hier von Balea die Vital Plus, eine straffende Augencreme. Die fand ich geil. Moa. Für mich die beste Augencreme aus der Drogerie, muss ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Ich muss nochmal ganz genau recherchieren, was da die Gründe sind, weswegen ich die so großartig fand. Aber ich fand die Konsistenz toll. Das war halt ein etwas schwereres Produkt, also etwas fester, etwas dickflüssiger. Aber es war so nährend. Das hat meinen Augen so gut getan. Es hat sich auch nicht so angefühlt, als wäre das jetzt irgendwie voll geballert mit irgendwelchen Parfümstoffen oder so. Es hat sich eher so angefühlt, als hätten wir da wirklich Ceramide drin, als hätten wir da Panthenol drin. Also wirklich gute, gute, gute Geschichte, die ich euch wirklich empfehlen möchte. Also Balea hat richtig tolle Skincare. Habe ich so nicht erwartet, denn ich hatte ganz am Anfang auch mal von denen was verwendet. Hat mir nicht so mega gut gefallen, aber mittlerweile haben die echt nachgeholt. Ne? Dann haben wir hier von Alverde die Pflegedusche. Die ist mit dem Duft nach Kokos und Vanille. Ja, man sieht, wo sie herkommt, nämlich aus dem Adventskalender hatte ich mit auf Reisen. Und da war es halt einfach eine leichte Süße mit dabei. Ne? Die habe ich dann zu Hause aufgebraucht. Hat sauber gemacht, hat mir gefallen. Kann man definitiv machen, muss ich sagen. Ja, dann habe ich hier noch was. Oh ja, habe ich da noch mehr von? Nee. Apropos Pickel, ne? Da habe ich die Purito All Care Recovery Ziza Aid Pads aufgebraucht. Die sind halt wirklich nur mit Ziza, also mit Tigergras und nicht mit Salicylsäure. Das heißt, es waren so meine Anti-Pickel-Patches, die ich auch im Sommer ganz gerne verwendet habe, weil ich da ja keine Salicylsäure verwendet habe. Die war dann eher, also die waren eher hautberuhigend. Heute Abend werde ich auch wieder welche drauf machen. Da und da und der ist schon am Abklingen, aber die beiden, die kriegen auf jeden Fall einen drauf. Bam. weil ich einfach, ich pool da sonst nachts dran rum, ich kenne mich, ne? Sobald ich dann, oder abends, wenn ich vom Laptop sitze und schneide, dann fange ich an und mache ich so und so und so. Ist nicht gut, ne?
nennt man, glaube ich, Skinpicking, aber so ausgeprägt, wie das halt quasi bei den Extremen ist, ist es bei mir natürlich noch nicht, aber da muss man halt aufpassen und sowas hilft mir. Es würde mir auch helfen, wenn ich da einfach einen Streifen Tesa drüber mache, glaube ich, aber die haben halt auch wirklich nochmal eine Wirkstoffgeschichte mit dabei und die haben auf jeden Fall geholfen, dass ich nicht beigegangen bin und die haben geholfen, dass das Ganze auch ein bisschen zurückgegangen ist, weil die Entzündung auch rausgenommen wurde. Dann habe ich von Valea auch eine Cremedusche aufgebraucht, das ist mit dem süßen Duft nach Vanille und Erdbeeren, da habe ich mir mehr drunter erhofft, muss ich wirklich sagen. Das hat nicht so diesen Erdbeermoment gegeben. Naja, ein bisschen, aber halt nicht unter der Dusche so. Also, weiß ich nicht. Ich hatte mir das irgendwie cooler vorgestellt, aber es war okay. Ne? Also wirklich, es war okay. Es ist ein Duschgel. Ich finde, Duschgele müssen jetzt nicht irgendwie super teuer sein, weil die sind eh nur kurz drauf, machen sauber, muss runterwaschen. Wenn du so ein bisschen Experience möchtest, dann rate ich immer, Duschholme zu verwenden. Da habe ich tatsächlich auch einen aufgebraucht. Bubblegum von Bilou habe ich mal von Marion geschenkt gekriegt, fand ich toll. Da habe ich mich echt drüber gefreut und das war halt eine richtige süße Eskalation unter der Dusche. Du hast hier so einen formstabilen Schaum, mit dem du auch ordentlich über den ganzen Körper gehen kannst und wo man einfach so eine kleine Schaumparty sich machen kann. Finde ich für ab und an auch mal vollkommen in Ordnung, dass man sowas halt verwendet, ne? Und sich einfach eben diesen Spa-Moment gönnt. Ich finde das toll. Genau, dann haben wir hier noch was. Und zwar ist das von Nivea eine Antidehnungsstreifen- und Antipigmentflecken-Bodycreme gewesen. Ja, ne, habe ich dann halt für den Körper verwendet. Habe ich dann auch wirklich von Hals bis Fußknöchel genommen, sage ich jetzt mal. Die war gut, die ist gut eingezogen, aber ob ich dadurch weniger Pigmentflecken und weniger Dehnungsstreifen hatte, keine Ahnung. Sie hat sich auch gut mit allem anderen, was ich so sonst verwende und was dann quasi damit in Kontakt gekommen ist, vertragen, dass es jetzt nicht irgendwie abgerollt hat oder so. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das brauche ich unbedingt. Das hatte ich in der Box drin, habe ich angewendet, ne, und es war okay. Dann habe ich hier von Dalton die Skin Balancer Focus Gel Cream aufgebraucht. Die ist mattierend, das ist ein neues Produkt, ne, aus der Ocean Elements Reihe. Also das ist nicht die Feuchtigkeitsspenden und auch nicht die mit Retinol, sondern das ist die, die man verwenden kann, wenn man so eine ölige Haut hat, wenn man eine Mischhaut hat, weil das halt nicht so diesen Feuchtigkeitsboom gibt, ne? Und ich habe gesagt, dass ich die mal für euch austesten möchte und das habe ich im Hochsommer auch wirklich gemacht und da fand ich sie toll. Im Hochsommer morgens mochte ich die gerne. Die hat sich toll mit anderen Produkten, die ich damit kombiniert habe, vertragen. Die hat sich toll damit vertragen, wenn ich danach Make-up aufgetragen habe. Die hat sich toll mit dem Lichtschutzfaktor vertragen. Also eine sehr schöne Creme, die ich euch empfehlen kann. Wie gesagt, wenn ihr eine ölige oder eine Mischhaut habt und noch nicht irgendwie zur Äußerreihe greifen möchte, die eigentlich ja dafür gedacht wäre, dann kann man sich die auf jeden Fall mal anschauen. Hier haben wir, glaube ich, auch irgendwie Niacinamide oder sowas mit drin. Hatte ich jetzt irgendwie so im Hinterkopf, aber das weiß ich jetzt nicht so. Doch, Niacinamide, Panthenol haben wir mit dabei, ne? Und das ist eigentlich genau dafür richtig gut geeignet. Dann habe ich hier einen Raumduft, den hatte mein Freund bei sich im Büro stehen und ich glaube ungefähr ein Jahr. Von Arvind May ist es Marrakesch Marokko. Manchmal halten diese Düfte einfach Ewigkeiten, ne? Der riecht auch immer noch und es riecht so gut. Den hatte er sich auch rausgesucht, weil das so ein bisschen sandelholzmäßig ist. So ein bisschen wirklich wie so, ne, wie Büro halt, wie so ein Herrenbüro. Und der hat auch so ein großes Poster bei sich an der Wand hängen von der Pate. Und deswegen passte das auch ganz gut vom Duft her dann zu dem ganzen Wald bei ihm im Raum. Und ich glaube, er hat es ganz gut gefunden. Er hat sich jetzt einen anderen Arbeit-May-Duft auch noch rausgenommen. Also die mag er schon total gerne. Und das freut mich, muss ich wirklich sagen, dass er da auch so ein bisschen in diesen Genuss kommt. Ach so, bei diesen Düften generell ist immer meine Empfehlung, wenn ihr einen kleinen Raum habt, dass ihr halt wirklich nur ein oder zwei Duftstäbchen reinmacht. Also der hat sein Büro ja quasi in meinem ehemaligen YouTube-Zimmer und es ist halt Büro, das heißt, du sitzt da ja auch die ganze Zeit, deswegen hat er da nur zwei Stäbchen drin gehabt. Zum einen hält der Duft dann auch ein bisschen länger, weil du die Oberfläche ja nicht so groß hast durch zwei Stäbchen oder einem Stäbchen, ne? Wie wenn du da 5, 6 Stäbchen reinmachst. Und zum anderen kommt der Duft dann auch ein bisschen dezenter in den Raum mit rein. Das nur so als kleiner Tipp am Rande, warum überhaupt da so verschiedene Stäbchen immer mit drin sind. Das ist, damit man das selber dosieren kann, immer ganz gut. Die hatten wir, ich glaube, bei Rossmann-Bestellung alle irgendwie mit dabei, oder? Von Moskinto oder Moskinto. Das sind diese fancy Pflaster gewesen und die habe ich mir draufgeklebt wie eine Wilde. Die sehen so aus und da habe ich, glaube ich, auch mehrere hier in dieser Aufbrauchkiste drin, denn ich bin zerstochen worden wie sonst was.
Genau, und gerade an den Beinen war das halt echt intensiv bei mir. Habe ich drauf gemacht, habe ich nicht dran rumgeknibbelt oder gekratzt. Es hat wirklich gut geholfen. Aber es hilft immer nur eine gewisse Weile. Also ich würde sagen, so 3 Stunden. Danach muss man es entweder austauschen oder man fängt halt an zu kratzen. Das ist halt einfach so. Ich fand es ganz witzig mit diesem rautenförmigen Pflaster. Aber das hat echt gute Dienste geleistet. Dann habe ich hier ein Öl aufgebraucht von NYX. Das Bio Organic ist das, so ein Replenishing Nourishing Body Oil mit Haselnuss. Ja, also das mit Haselnuss habe ich jetzt persönlich nicht ganz so intensiv wahrgenommen. Es war ein schönes Körperöl, habe ich gerne verwendet, ist okay eingezogen, kann man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man möchte. Das hier war im Adventskalender drin von H&M. Das ist ein Bath and Body Kalender gewesen und da hatte ich das Cherry Peeling drin. Das ist eine Anwendung gewesen. Dezent. Sehr dezent. Also, es war ein gutes Peeling, muss ich wirklich sagen. Es war aber sehr, sehr wenig und es war halt ein dezenter Kirschduft. Mit Kirsche kriegt man mich. Das ist wirklich so. Hier habe ich von Christophe Robin auch eine Hydrating Melting Mask aufgebraucht mit Aloe Vera. Die mochte ich sehr gerne. 75 ml sind da drin. Den Duft finde ich so lala, muss ich sagen. Aber die Wirkung davon hat mir gut gefallen. Und das hat meine Haare auf jeden Fall toll gemacht. Das habe ich dann auch entsprechend in meine Längen und Spitzen gegeben. Ich glaube, man hätte das sogar auf die Kopfhaut auch geben können, oder? Wie war das mit dem? Ja, man hätte das auch auf die Kopfhaut geben können, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe es halt einfach in Längen und Spitzen gegeben und das hat meine Haare schön gepflegt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, das einfach mal zu probieren. Dann haben wir hier noch was in dem Körbchen drin. Da ist noch ein kleiner Fitzelrest drin. Ne? Damit kommen wir jetzt alle klar. Der Catrice Super Glue Brow Styling Gel ist es nämlich. Oder das. Oh, ist, glaube ich, aus dem Sortiment genommen worden. Ich fand es so schön. So schön. Es ist eigentlich ein klares Produkt, aber da haben sich natürlich Reste von meinem Augenbrauenprodukt drin gesammelt. Ne? Hat die Augenbrauen festgetackert. Hier steht auch Ultra Hold drauf, das stimmt. Und heute habe ich zum Beispiel das von Charlotte Tilbury. Das ist bei weitem nicht so geil. Also es bringt die Haare in Form, aber ich weiß, sobald ich gleich meine Mütze aufsetze, fallen meine Augenbrauen quasi auch dann dem Ganzen zum Opfer. Aber ja, das fand ich richtig toll. Also das mochte ich sehr, sehr gerne. So, dann habe ich hier noch was aufgebraucht von Isana. Und zwar das aufpolsternde Serum Pro Kollagen Filler. Das habe ich abends angewendet. Das ist einmal dieses hier. Da ist nicht viel drin. Mit 15 Millilitern bist du ja ruckzuck durch. Wobei man da wirklich sagen muss, dass meinem kompletten Gesicht ein Pumper oder einmal hier oben hinten draufdrücken gereicht hat. Und ansonsten hast du noch Hals und Dekolleté, wo man dann 2, 3 Pumper noch halt drauf machen konnte. Hat mir gut gefallen. Kollagen ist einfach eine schöne aufpolsternde Sache, die meiner Haut sehr gut gefallen hat. Und ja, genau, das Produkt an sich fand ich schön. Von der lieben Sabrina habe ich ein Body Peeling Geschenk gekriegt von Rituals. Das ist The Ritual of Sakura Renewing Body Scrub mit Zucker und Kirschblüte. Das mochte ich sehr gerne. Rituals hat manche Peelings, die sind eher so in der Creme-Basis, manche Peelings wie das hier auf der Zuckerbasis. Die sind toll, diese Zuckerpeelings. Ne? Da muss man nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt. Macht man gerne mal, aber dass man das dann auch ordentlich verteilt. Also am besten immer ein bisschen weniger immer erst nehmen, dann gut verteilen und dann einfach nachnehmen. Hat meine Haut richtig schön weich gemacht. Durch das Öl, was drin enthalten ist, wurde sie auch gleichzeitig noch ein bisschen gepflegt und so, dass sie nicht zu sehr ausgetrocknet ist. Hat einen wunderschönen Duft, also das mochte ich sehr gerne. Dann habe ich hier von Valea die Beauty Collagen Nachtcreme aufgebraucht. Die fand ich auch echt schön. Die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Sehr reichhaltig und sehr nährend. Ne? Und auch die habe ich dann entsprechend kombiniert mit jeweiligen Gesichtsseren im höherwertigen Bereich, um das Ganze halt wirklich gut ausbalanciert auf meinem Gesicht zu haben. Aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Eine reichhaltige Geschichte, das muss man einfach wissen. Aber für Leute, die wie ich auch eine trockene, sensible Haut haben, auf jeden Fall mal einen Blick wert. Dann habe ich hier die Hydrogel Eye Patches von Dalton aufgebraucht. Meine liebsten Augenpatches, die sind halt einfach krass. Das ist eine ganz alte Verpackung noch. Da habe ich noch die eine oder andere Geschichte von. Ne? Da haben wir Plankton, Rotalge, Hyaluronsäure und Panthenol drin. Ich nenne sie auch immer ganz gerne meine kleinen Mini-Bügeleisen für unter meinen Augen. Denn das ist so, also ne, ich habe hier auch allerhand Fältchen. Ich habe unter meinen Augen Fältchen, weil einfach in meinem Gesicht Bewegung ist. Und das bügelt das Ganze schon ein ganz kleines bisschen weg. Und das macht es halt nicht nur für den Moment, sondern wirklich für ein paar Tage und immer wenn irgendwelche Events oder wichtige Sachen anstehen, dann benutze ich die sehr, sehr gerne und freue mich meines Lebens, dass ich eben diese großartige Kooperation habe und die Möglichkeit habe, mich immer weiter durch das Sortiment durchzutesten und ja,
Genau, das feiere ich einfach. Dann habe ich hier noch ein Produkt aufgebraucht von Green Door. Das ist die Body Lotion mit Aloe Vera. Die war nicht fest, die war einfach so cremig, ne, lotionmäßig halt. Die fand ich gut, die hat mir wirklich gefallen. Und ich glaube, dass die vor allem im Sommer richtig, richtig toll sein könnte, weil die eine sehr leichte Konsistenz hat, sehr schnell einzieht und so. Ja, weil jetzt brauche ich es halt bei dieser Heizungsluft und so ein bisschen derber, ein bisschen reichhaltiger. Aber ja. Da, wo ich angefangen habe, die zu verwenden, war noch schönes Wetter, da war noch richtig Sonne und da war es halt wirklich auch grandios. Hier habe ich noch ein Grande Lash mit drin, denn das habe ich auch einmal aufgebraucht, das Grande Lash MD, weil das hatte ich die Zeit über für die Augenbrauen verwendet. Das ist dann aber irgendwann leer gegangen. Genau, da habe ich ja eben schon allerhand zu erzählt, ne? Hier haben wir es dann nochmal und ja, ich finde es großartig. Ich kann es nur immer wieder empfehlen. Auch hier haben wir halt so ein Eyeliner-Ding mit dabei, ne? Und ja. Sehr schönes Produkt, sehr schöne Verpackung. Ich finde Grande Lash tatsächlich auch von der Verpackung her deutlich schöner. Aber ich würde euch wirklich bei beiden empfehlen. Guckt, wo ihr das günstiger bekommt und dann kann man es entsprechend sich halt holen. Ne? Und ja, mag ich. Dann habe ich hier von Isana die feuchten Kosmetiktücher auch gebraucht. Die Soft Touch Dinger, die fand ich eigentlich ganz gut. Wohingegen mir die aus der Limited Edition so gar nicht gefallen haben. Ich habe die nicht zum Abschminken verwendet, keine Sorge. Die nehme ich zum Swatches entfernen. Wenn ich hier halt sitze und Schminkvideos drehe oder wenn ich hier Adventskalender auspacke oder so, ne, und dann Sachen swatche, dann brauche ich halt irgendwas, womit ich das dann eben schnell wegmachen kann. Und genau, deswegen habe ich hier die auf jeden Fall standardsortimenttechnisch, die ich euch empfehlen kann. Und die hier Limited Edition, die vollkommen aus Fail sind und nicht zu empfehlen sind. Auch das hier hat mein Freund aufgebraucht von diese Spirit of the Brave, ein Duschgel. Das war auch sehr, sehr angenehm vom Duft. Etwas herber unterwegs. Entschuldigung, meine Nase juckt gerade ein bisschen. Und das war sehr, sehr nice. Also das habe ich auch wirklich gerochen, wenn ich dann ins Bad gekommen bin. Ja, das ist nämlich sehr, sehr aquatisch, würde ich sagen. Aquatisch würzig. Also das, ich fand es auch schön, dass er es verwendet hat. Und gerade in so einem, oh, im Badezimmer, ne, wenn jemand so frisch geduscht hat und dann steht das noch so ein bisschen im Raum. Dann habe ich hier noch einen Body Scrub aufgebraucht und das fand ich wirklich auch schön. Da muss man halt nur wissen, dass die Konsistenz schwierig ist. Also Be Fresh Scrub Be Like You Mean It. Das ist ein Körperpeeling mit Ananas, Zucker und Shea Butter. Also es hat schön gepeelt, aber meine Empfehlung, wenn ihr das, knackt, das war schon wieder die Hüfte, wenn ihr euch das nehmt, also nehmt da ein bisschen was von raus und gebt das wirklich auf die richtig nasse Haut. Also nicht nur auf die leicht angefeuchtete Haut, die dann gegebenenfalls, wenn die Dusche aus ist und man sich das halt drauf macht, schon wieder trocknet, sondern halt wirklich auf eine platternasse Haut und genau, da richtig schön dann vorsichtig einreiben und so weiter. Das hat keine großen Zuckerpartikel. Das ist ein bisschen anders als das von Rituals. Das heißt, hier musst du ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, aber dann peelt es gut. Ich würde mir das nicht nochmal kaufen, weil ich das einfach zu aufwendig fand. Bin ich vollkommen, also, ne? Ehrlich, da gibt es halt welche, die ich toller finde. Dann habe ich hier von Balea die Step into Paradise Fußbutter aufgebraucht. Das war eine Limited Edition jetzt aus dem Sommer. Ich weiß nicht, warum das Fußbutter hieß. Es war für mich eher eine Fußlotion. Die fand ich im Sommer total klasse. Die hat die Füße gepflegt und ja, ich verwende halt immer Fußcreme, ne? Die hat überhaupt nicht nach Fußcreme gerochen, sondern total, ja, tropisch und das fand ich angenehm. Also die kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Also generell so Limited Editions, ne, von Balea kann man sich immer mal wieder angucken. Die haben ja so schöne Verpackungen und so schöne Produkte damit drin. Und bei den Füßen ist es mir auch eigentlich relativ Pelle, wie stark was parfümiert ist, weil das ist sehr, sehr stark parfümiert. Dann hat mein Freund noch was zum Duschen aufgebraucht. Der war sehr fleißig von L'Oreal Men Expert. Das ist auch eins seiner Lieblingsduschgele. Die XL-Größe, die war, glaube ich, letztes Jahr im Männer-Adventskalender von ASOS drin. Hydra Energy mit 100 Milligramm Aufwachkick, wie auch immer. Oder es war im L'Oreal-Adventskalender drin, das weiß ich gerade gar nicht. Riecht wirklich toll, wirklich sehr, sehr gut. Und er mag die Flasche, er findet, das sieht gut aus, er findet, dass es toll auf dem Körper ist. Ne? Das ist so ein, auch eins seiner, wie gesagt, Lieblingsduschgele. Und da sieht man einfach mal, wie kalkhaltig unser Wasser ist, läuft bei uns. Ne? Ja, dann habe ich hier was auch gebraucht, auch von Be Fresh. Oh, auf das Sun Delight mit beruhigendem Aloe Vera, Vitamin E und Hyaluronsäure. Ja, das konnte man als Aftersun verwenden und als dann halt die Sonne nicht mehr da war, habe ich es auch einfach so weiterverwendet. Fand ich schön, ist sehr gut eingezogen, hat eine sehr leichte Konsistenz und der Duft ist eher dezent unterwegs. Mochte ich auf jeden Fall. Dann haben wir hier etwas und zwar, ich weiß nicht, ist das die, die ich jetzt aktuell in Anwendung habe?
Oder ist es noch eine andere? Ich weiß es gerade nicht. Von Alterra Naturkosmetik habe ich die reine Pflanzenölseife mit dem blumigen Duft nach Maiglöckchen. Verwende ich als Pinselwaschseife. Das hatte nämlich irgendwann mal Nicole empfohlen. Ich bin ihrem Rat gefolgt und finde das richtig toll. Also die habe ich dann einfach in meinem Badezimmer, ne, da an meinem Tischchen stehen. Beziehungsweise ich habe da so einen Magnethalter, den brockel ich halt immer rein. Und dann kann ich das einfach so an der Wand immer befestigen. Und das reinigt die Pinsel super gut. Das reinigt die Schwämme richtig gut. Eine sehr große Empfehlung, mal so eine Pinselseife zu verwenden oder so eine Handseife für Pinselreinigung zu verwenden. Und generell meine Empfehlung, nach jedem Mal benutzen, reinigt bitte eure Pinsel und Schwämmchen. Da hatte ich letztens noch ein Gespräch mit jemandem drüber, die mir erzählt hat, dass sie tatsächlich nie ihre Pinsel reinigt und sich dann immer nur so alle paar Jahre quasi einen neuen Pinsel kauft und sich dann wundert, wenn die Haut nicht so gut ist. Puh, ja, dann habe ich hier noch ein Produkt von Dalton drin enthalten. Und zwar ist es der Toner, das hautberuhigende Gesichtswasser Classic Clean für sensible Haut geeignet. Das ist ein absolut krass geiles Produkt. Wirklich, wirklich gut. Und ich persönlich mache das halt so, dass ich dann einfach wechsle, eben zwischen so einem Toner und so einem Toner, weil beide haben ihre Daseinsberechtigung. Beide sind richtig klasse. Ich finde, dass das hier für den Morgen mega gut geeignet ist und dass das meine Haut halt auch wirklich ganz, ganz, ganz toll macht. Und genau, deswegen, also das ist eins meiner absoluten Staple-Produkte auch von Dalton, die ich euch immer wieder gerne ans Herz legen möchte. Ich weiß nicht, ob es das auch in der Reisegröße gibt, mal so zum Ausprobieren, oder ob das sogar im Adventskalender drin war, wobei der jetzt sogar ausverkauft ist. Ne? Eine Zahnpasta habe ich aufgebraucht und sogar dran gedacht, sie reinzuschmeißen. Von Marvis ist die Whitening Mint. Ja, die habe ich dann auch tatsächlich nicht so häufig verwendet, sondern einmal pro Woche, weil es ist halt eine aufhellende Zahnpasta normalerweise, wenn da hier auch so richtig Whitening draufsteht, bin ich bei sowas immer ein bisschen vorsichtig. Habe ich nämlich irgendwann mal von einer Zahnärztin gehört, dass man so ein bisschen aufpassen muss bei diesen Whitening-Zahnpasta, ne? Das ist eine Maske gewesen, die habe ich sehr, sehr lange in Anwendung gehabt von Mario Badescu. Die Brightening Mask mit Vitamin C und die war ziemlich abgefahren. Die kam sehr seidig quasi raus, also sehr flüssig, ne? Und so eine seidige Konsistenz war das irgendwie. Die macht man aufs Gesicht und dann ist sie sogar getrocknet. Also die hat auch wirklich die Haut gereinigt, würde ich mal so sagen. Und ja, deswegen, da hat man Ewigkeiten was von gehabt. Ich fand sie klasse. Eine schöne Maske, eine schöne Vitamin-C-Maske. Dann haben wir hier noch was drin enthalten, ein Lippenöl von Lotte London. Das ist das Oil Slick-Produkt. Da sind 1,8 Milliliter drin gewesen. Das war auch mal irgendwo in der Box drin. Habe ich halt immer verwendet, wenn ich mich so geschminkt habe. Immer mal wieder so, um meine Lippen halt während der Schminkgeschichte zu pflegen. Ne? Hat mir gut gefallen. Dann habe ich hier noch einen Duft drin enthalten. Auch das aus dem Parfori-Adventskalender vom letzten Jahr. Le Bain Gerbois Purple Night. Den fand ich schön. Der war auch eher so ein Tagsüber- oder Nachtduft. Oder, also Weggehduft, ne? Also kein Bettduft, würde ich sagen. Der hat nämlich auch was blumig-fruchtiges mit dabei und ja, vor allem was Blumiges und was sehr, sehr Schweres. Also das mochte ich auch echt gerne leiden. Dann habe ich hier noch eine Kerze, mal wieder. Einklang, ja, von Loops. Ich glaube, die hat noch nichts gerochen. Ich rieche auf jeden Fall nichts mehr von. Hier habe ich noch eine Ampulle aufgebraucht. Die fand ich, tut gut, habe ich draufgeschrieben, von Binella. Die Anti-Radical Stressless Soothing and Balancing. Genau, die war einfach gut. Die hat meiner Haut gut gefallen. Die hat mir gut getan. Und dann habe ich noch einen Raumduft. Den hatte ich hier oben im Badezimmer stehen. Das war schon sehr, sehr intensiv. Rubinlicht, die Wellness-Oase. Also der war frische Wäsche. Oh, hier sind auch irgendwelche Tiere drin. Denen geht es nicht mehr so gut hier drin, ne? Naja, auf jeden Fall war das ein guter Raumduft, den ich auf jeden Fall empfehlen kann und möchte. Der kommt jetzt hier auch mal an der Seite zu dem Glasmüll, den ich dann runterbringe. Hier habe ich auch was aufgebraucht, die ich euch auch empfehlen kann. Die sind nur ein paar Euro teurer. Von Yepoda ist es einmal The Deep Puff Espresso. Ich warte immer noch auf den Adventskalender. Oh, ich habe so eine Benachrichtigung gekriegt. Oh, ihr Goodie konnte leider nicht versendet werden. Wir suchen uns was Neues und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, ja, ich will den Adventskalender. Ich brauche dieses Goodie nicht, diese Tasche oder was auch immer dabei ist. Den Jutebeutel. Ich möchte meinen Adventskalender jetzt endlich haben. Ah, naja. Auf jeden Fall sind das halt diese hier. Da schwärmen ja so viele von und das auch vollkommen zurecht, finde ich. Weil du da auch irgendwie Koffein und grünen Tee oder sowas mit dabei hast. Richtig geil, also da hast du auch verschiedene, also viele drin, 60 Stück oder so und du hast hier halt einfach auch das Coole, dass du diesen Glastiegel hast, ich weiß nicht, machen die davon auch vielleicht einen Refill, dass man den Deckel halt im Plastikmüll entsorgen kann und das Glas im Glascontainer, ne?
damit das Ganze dann auch recycelt wird. Dann haben wir hier etwas, das war toll. Good Fortune von Rituals, die Body Cream mit Patchouli und Mandarine. Die habe ich von der lieben Melanie mal geschenkt gekriegt. Oh, die war so schön. Also man muss das jeden Abend dann aber auch mögen, weil der Duft war schon sehr intensiv. Dieses Patchouli, hu, aber ich habe es genossen. Sehr, 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 sehr geil. Ne? Also theoretisch könnte man das, glaube ich, hier auch rausnehmen und sich da einen Refill oder so reinmachen. Ja, genau. Aber ich mache das jetzt ja nicht, dass ich dass ich dann auch wirklich regelmäßig zu Rituals gehe, um mir da dann entsprechend meine Produkte zu kaufen. Deswegen wird das dann leider so, also getrennt voneinander im gelben Sack landen. Die ganzen Sachen werden hier noch auseinander gepoolt. Die MAC Stack Mascara habe ich einmal aufgebraucht, habe sie jetzt aber noch mehr in Anwendung. Ich habe sie nämlich aufgebraucht, als wir jetzt letztes Wochenende auch auf dem Dalton-Event waren von Mösi und Monique. Und da hatte ich einmal die fast aufgebrauchte mit und die ich jetzt auf meinen Wimpern trage, die ganz fresche, und dann habe ich sie vor Mellies auch ganz fresh ausgepackt. Die ist jetzt halt einfach schon super furztrocken. Dieses Bürstchen ist einfach so abgefahren. Es haben schon manche versucht, das zu adaptieren, aber ich würde sagen, es hat noch keiner geschafft, das so hinzukriegen. Also sowohl Essence als auch L'Oreal kam ja auch, glaube ich, mit so ähnlichen Bürstchen um die Ecke, ne? Aber das Ergebnis, was diese Mascara macht, das haben die noch nicht so hingekriegt. Auch wenn die L'Oreal mir gut gefällt, die Panorama müsste das ja, glaube ich, sein, ne? Aber die MAC Stack ist und bleibt halt das Original. Und die ist wirklich klasse. Genau. So, lege ich zur Seite, weil meine aufgebrauchte, nicht umfallen hier, dekorative Kosmetik sammle ich ja, dass ich euch die am Anfang des nächsten Jahres mal komplett zeige. Ja. Keine Ahnung, was bist du nochmal für ein Schwamm gewesen? Wo kamst du denn weg? Keine Ahnung, auf jeden Fall geht es ihm nicht mehr so gut. Ihr solltet ab und an mal gucken, wenn eure Schwämme halt wirklich gar nicht mehr so in Form zurückgehen oder wenn sie halt irgendwie so was Hartes drin haben, dann sind sie wahrscheinlich nicht mehr so gut. Ne? Dann sollte man vielleicht mal neue Schwämmchen nehmen. Und bei dem ist es so, der kam so aus dem Trockner raus und da habe ich mir gedacht, okay, Schätzelein, dir geht es nicht mehr so gut. Deine Farbe war auch, glaube ich, mal rosa. Deswegen war es das mit uns beiden. Eine Seife habe ich aufgebraucht und hier habe ich auch mal dran gedacht, sie mit hier reinzupacken. Von Jean and Len die exotische Handseife. Ein Hauch von Karibik beim Händewaschen, Kokosduft und Macadamia. Ja, es war halt eine schöne Seife, die hat die Hände sauber gemacht und fand ich gut. Also kann man machen, aber brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal so unbedingt, ne? Weil ich bin jetzt nicht so der ultimative Kokosfan. Macadamia war schon schön, aber das hast du nicht so intensiv gerochen. Dann habe ich von Holika Holika hier die Aloe Soothing Essence aufgebraucht. Das ist Lichtschutzfaktor 50 plus for Face and Body. Habe ich tatsächlich auch bei Gesicht und Körper verwendet. Im Gesicht hat die halt nur dann funktioniert, wenn ich halt danach nicht unbedingt Make-up getragen habe. Da hat sie sich nämlich leider abgerollt. Aber für den Körper war die richtig, richtig toll. Und ja, hat mir gut gefallen. Doch. Aber im Gesicht, wie gesagt, bin ich nicht ganz so Fan von sowas. Da bin ich dann halt eher bei dem von Biotherm. Das fand ich schön. Dann habe ich hier noch ein Niacinamid-Serum aufgebraucht von Glow Recipe. Das Watermelon Glow. Das sind die Dew Drops. Habe ich abends angewendet. Das ist auch nur eine kleine Größe gewesen. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr hübscher Flakon. Muss man wirklich sagen, ne? Und das hat mir gefallen. Dann habe ich hier noch was von Sol de Janeiro aufgebraucht. Das war so klein. Bum Bum Body Firmenza Oil. Das hatte ich, glaube ich, in der Look Fantastic Limited Edition irgendwo mit drin mit 12 Millilitern. Das war schon schön. Das war auch intensiv vom Duft, ne? Und vor allem, wenn du das dann so in Kombination, wenn du vorher halt dir die Haare mit diesen Sol de Janeiro Produkten gewaschen hast und dir danach das hier so als Öl auf die Oberschenkel so aufträgst. Oh. Mm-hmm. Ich mag den Duft. Das ist ja so Karamell und Pistazien, ne? Sehr, sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch eine kleine Geschichte von Alverde aufgebraucht. Den Fußbalsam mit dem Duft nach Zitronengras. Ja, nee. Zitronengras ist jetzt nicht so mein präferierter Duft generell. Und die Pflege war okay, das kann man nicht anders sagen. Aber ich würde es mir jetzt nicht in Original aufgrund dessen, dass es im Adventskalender so drin war, nachkaufen. Von Bienella habe ich die Overnight Repair Ampulle aufgebraucht. Recovery and Repair, Erholung und Hautaufbau. Fand ich auf jeden Fall gut. Also meiner Haut hat es gefallen. Ich habe es, glaube ich, sogar nach einem Peeling angewendet. Also ich habe erst ein Enzympeeling gemacht oder PHA-Peeling, weiß ich gar nicht, welches es dann war. Und danach dann halt das hier verwendet anstelle von einem regulären Serum.
Und das hat meiner Haut auf jeden Fall gut gefallen. Dann habe ich was von Jungglück aufgebraucht. Und Leute, ich mache mal einen kleinen Spoiler. Ich werde euch bald einen Schminki machen von Jungglück-Produkten. Die haben nämlich dekorative Kosmetik schon so ein bisschen im Sortiment aufgenommen. Und da habe ich mir das ein oder andere jetzt bestellt. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr das so findet. Das ist ein Calendula-Gesichtswasser. Genau, einfach ein Toner. Den hatte ich jetzt auch auf Reisen mit dabei und habe den dann zu Hause aufgebraucht. Und Ringelblume ist natürlich super schön. Sehr schön hautberuhigend, ne? Und deswegen war das irgendwie klar, dass ich das gut finden werde und meiner Haut hat es auf jeden Fall gut gefallen. Mir hat es gut gefallen. Kann man definitiv sich mal anschauen, ne? Dann habe ich hier einen Duft aufgebraucht von Avant, das Persian Sunset Eau de Parfum mit 10 Millilitern. Das war jetzt kein Duft, wo ich sagen würde, den brauche ich jetzt unbedingt nochmal, aber er war halt auch nicht verkehrt. Es war ein schöner, gefälliger, leicht blumig-cremiger Duft, den ich schön fand, genau. Jo, habe ich aufgebraucht, mochte ich, kann man machen. Aber ist jetzt, wie gesagt, oder wie Melly sagen würde, kein absoluter Schlüpperstürmer. Machen wir weiter mit einem weiteren Produkt von Nabla. Mensch, ich habe 3 Produkte von Nabla aufgebraucht. Ein Augenbrauenstift in der Farbe Venus, der Brow Divine ist das hier, den habe ich aufgebraucht. Den hatte ich in regelmäßiger Anwendung. Hat ein Spoolie auf der einen Seite, eine feine Mine auf der anderen Seite. Hat eine wirklich tolle Farbe, also für meinen Hauttypen, Haartypen sehr, sehr gut passend. Und den werde ich mir auch nachbestellen. Definitiv, da könnt ihr auch ein bisschen drauf sparen, wenn ihr möchtet, ne? Weil ich den einfach nice fand. Also der hat gut gehalten, der hat gut auch Farbe abgegeben. Der hatte eine gute Farbe generell und deswegen habe ich den halt sehr, sehr gefeiert. Dann habe ich hier was aufgebraucht, was ich in einem Adventskalender drin hatte und zwar die Fresh Lotion for the Body von Les Français, nein, Les Frais oder wie heißt du? Weiß ich nicht. 34 Boulevard Saint-Germain Diptyque, von Diptyque ist es, glaube ich. Ja, nö, also die fand ich ganz okay, habe ich gerne verwendet tatsächlich, aber die war nicht so feuchtigkeitsspendend oder so nährend. Feuchtigkeitsspendend ja, aber nicht so nährend. Ich glaube, das kommt jetzt eher hin. Also wenn ich das halt so in Kontrast mal setze mit dem hier, ist es quasi Feuer und Wasser mehr oder weniger. Das ist richtig krass. Dann hatte ich nochmal diese Moskinto, ne, hatte ich ja schon angekündigt, aufgebraucht. Hier habe ich etwas aufgebraucht von Peter Thomas Roth, das Potent C Power Serum. Das fand ich schön. Das hat Ferulasäure mit drin, Vitamin E, Vitamin C und da war nicht viel drin. Mit 5 Millilitern ist das eine kleine Geschichte gewesen. Aber ein schönes Vitamin C Serum. Das hatte ich nämlich in der LE oder in irgendeinem Adventskalender, weiß ich gerade gar nicht. Und das hat mir gefallen und auch meine Haut sehr gut getan. Vitamin C gibt ja auch so ein bisschen Strahlkraft, ne? Macht das so ein bisschen auch so ähnlich wie Niacinamide, auch so ja, Pigmentflecken aufgehellt werden und so weiter. Und mir hat es gefallen, habe ich morgens angewendet. Dann habe ich hier eine Bodybutter aufgebraucht mit dem Duft noch Granatapfel von Alverde. Die hat für einmal ein Creme leider nur gereicht mit 20 Millilitern, aber sie war gut. Also das kann man auf jeden Fall machen, ne? Das war auch eine reichhaltige Pflege, die mochte ich dann tatsächlich auch in der Hinsicht ganz gerne. Die hatte ich in Hamburg mit dabei. Hier habe ich einen Reinigungsschaum aufgebraucht, der stand bei mir unter der Dusche. Premium Clean All Skin Types, der Reinigungsschaum. Den finde ich auch von Dalton wirklich klasse. Ist der jetzt irgendwie viel, viel besser als der von Balea Med? Nee, finde ich ehrlich. Ich glaube, die tun sich da nicht so viel. Also es ist ein wundervolles Produkt. Ich liebe den, auch diese Formstabilität von dem Schaum. Ich mag es, wie toll er auch entsprechend noch die letzten Reste vom Make-up vom Gesicht runternimmt, ohne meine Haut auszutrocknen. Aber das macht der Balea Med eigentlich auch ganz gut, ne? Das habe ich im Hochsommer so sehr gebraucht von Douglas. Das hier nämlich aus dem letzten Jahr von dem Adventskalender, die Blotting Paper. Und ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich die mal so sehr feiern und brauchen werde. Aber wenn du hier im Hochsommer sitzt, ne, bei 35 Grad Außentemperatur, sind es hier 40, 45 Grad im Raum. Na, so krass jetzt auch nicht. Aber es war schon wirklich hier Backofen. Dann brauchst du die. Also teilweise auch mitten in einem Adventskalender-Unboxing. Also das war schon krass. Mir lief die Suppe den Rücken runter in die Poporitze. Bin ich ehrlich, ne? Hier habe ich was aufgebraucht von dem Asam Ocean Minerals Age Control Cream. Die fand ich richtig toll. Die war im Adventskalender drin. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich morgens angewendet. Hat auch super funktioniert mit Lichtschutzfaktor. Hat super funktioniert auch mit Make-up. Also eine richtig coole Gesichtspflege, die man sich auf jeden Fall mal anschauen kann, wenn man möchte. Dann habe ich hier was aufgebraucht, was ich mal in der Kooperation hatte. Und zwar ist das von Skintegra, Volcanica Calming and Purifying Face Masks. Oh, die war auch toll. Die war mit Lehm, mit Zink und mit Glycerin. Also wirklich auch eine pflegende Sache, ne? Die ist auch ein bisschen fest auf dem Gesicht geworden, aber jetzt nicht so super krass, würde ich mal so sagen.
Das ist halt ein sehr natürlicher Duft, weil Skintira ist auch ein bisschen in Richtung super krass sensible Haut, ne? Und da hat die sehr, sehr tolle Dienste gemacht. Also die hätte ich jetzt tatsächlich auch aktuell gut brauchen können für diese Situation, weil eben durch den Zink und so würde das richtig toll helfen, aber sie ist leer. Sie ist einfach leer. Ja, das hat Julius aufgebraucht. Ultra Sensitive Bart und Shampoo mit Panthenol, parfümfrei von Baby Love, genau. Und wenn ich sowas kaufe, dann kaufe ich auch diese wunderschönen Schätzeleins. Wenn mein Freund sowas kauft, ist es von, keine Ahnung, Pikachu und Co. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Produkt gewesen, was nicht in den Augen gebrannt hat, was ich auch immer sehr wichtig finde. Weil nur wenn man das draufschreibt, heißt es nicht, dass es ja auch wirklich so ist. Ne? Aber das kann ich aus eigener Erfahrung jetzt bestätigen. Wunder, Wunder. Ich habe nochmal Blotting Papers aufgebraucht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es mal passiert. Die Panorama Mascara von L'Oreal, die Volume Million Lashes, habe ich auch einmal aufgebraucht. Die finde ich auch richtig, richtig, richtig toll. Hier können wir uns auch nochmal... Oh. Irgendwas ist hier gerade abgegangen. Die ist auch multidimensional, aber die ist halt nicht ganz so wie die Max Deck oder so. Ne? Also die ist schon noch ein bisschen anders, aber die geht halt auch richtig ab. Die mag ich. Vor allem lässt sie sich auch vernünftig abschminken. Und irgendwas habe ich hier gerade abgekriegt. Ich glaube, das ist von hier oben eine Dichtung oder so, wenn ich es jetzt... Ist eigentlich Pelle, ne? Aber kriegt man die wieder raus? Naja, egal. Sehr, sehr empfehlenswert. Ist meine liebste von L'Oreal. Also die finde ich richtig nice. Ich wurde wirklich sehr viel gestochen, Leute. Noch ein Moschinton. Die habe ich mir hart gegönnt. Noch was aus dem Green Door Adventskalender, und zwar das basische Duschgel, Ingwer, Zitronengras. Das ist eher was für die Leute, die wirklich auf diese zitrischen Sachen stehen. Ne? Da bin ich halt eher raus. Oh, hier ist ein Marienkäfer gerade auf meinem Spiegel gelandet. Ja, guten Tag. Möchtest du auch mit dabei sein? Und genau, also, ne? War schön zum Duschen, aber ich mag halt den Duft für mich persönlich nicht ganz so gerne. Dann habe ich von Balea aufgebraucht die Fußcreme mit süßem Duft nach Vanille. Ja, das hatte auch einen schönen Vanilleduft, die fand ich toll. Ich mag ja, wie man offensichtlich sehen konnte, auch die Balea Fußprodukte sehr. Dann habe ich hier auch etwas aufgebraucht, eine Klinge von meinem Estrid-Rasierer. Genau, da hatte Melli mir das mal empfohlen oder generell in ihren Videos empfohlen, dass die Estrid-Rasierer halt sehr nice sein sollen. Habe ich mir gekauft bei Rossmann und kaufe mir dann auch die Klingen da entsprechend. Und jeden Monat wechsle ich halt die Klinge. Deswegen wundert es mich, dass ich hier nur eine Verpackung reingeschmissen habe. Ja, auch diese Schwämmchen, ne? Das war in der Revolution Limited Edition mit Findet Nemo. Das hat es hinter sich, das möchte nicht mehr sein. Dann habe ich noch einen Abschminkbalsam aufgebraucht. Dieser Marienkäfer irritiert mich. Das ist von The Body Shop, Camomile. Und es war so eine kleine Geschichte, eine kleine Dose. Und kleiner Funfact an dieser Stelle, Leute. The Body Shop ist zurück. Die haben zwar keinen Adventskalender gelauncht, aber jeder, der irgendwann mal was mit The Body Shop zu tun hatte, hat sicherlich auch eine E-Mail bekommen, dass die wieder da sind. Also, wenn ihr dieses Produkt immer vermisst habt, weil The Body Shop sich ja aus dem deutschen Markt zurückgezogen hatte, kann man jetzt wieder zuschlagen, ne? Dann habe ich einen Reiniger aufgebraucht von Dr. Botanicals. Das Grapefruit and Watermelon Cleanser Produkt. Da ist noch ein Hafer mit dran. Nom, Claudia, das ist immer ganz toll. 30 Milliliter waren hier drin. Das hat gut gepflegt. Das hat gut auch mein Gesicht gereinigt. Das mochte ich. Noch ein Parfüm habe ich aufgebraucht. Und zwar das L'Atelier Parfum Douce Insomnie. Ich glaube, das war solide, aber nichts, was ich jetzt so nachkaufen würde. Ja, das war ein schöner, blumiger, leichter Duft. Der war wirklich schön, ne? Aber nichts, was ich jetzt nicht irgendwie auch in klassischen Parfums finden würde, weil das sind ja eigentlich Nischendüfte, wo du halt nicht so easy peasy drankommst. Fand ich okay, wie gesagt, aber halt muss ich mir jetzt nicht nachbestellen. Jetzt ist der Marienkäfer auf dem Ringlicht. Der macht hier wirklich seine Runden, ne? Genau, einen Eyeliner habe ich aufgebraucht von Rare Beauty, der ist richtig geil, da habe ich auch schon Backup von. Der hat vorne so eine Pinselspitze dran und das mag ich bei Eyelinern ganz besonders gerne. Und ja, der war halt irgendwann so, dass er quasi oben ein bisschen abgeknickt ist, das sieht man glaube ich auch ganz gut, nicht mehr so präzise zeichnen konnte und dass er halt auch nicht mehr so schwarz und so durchgehend gemalt hatte und deswegen war seine Zeit gekommen und die sind ja auch immer sehr intensiv bei mir im Einsatz, ne? Dann haben wir hier noch was von Dalton drin, das teilen sich immer bei mir Gesicht und Intimbereich. Die Sensitive Care Derma Balance Beruhigende Creme Medium.
Es ist immer wieder eine Empfehlung von meiner Warte aus, die als nach der Rasurcreme zu verwenden, wenn ihr euch untenrum rasiert, ne? Oder halt auch in den Achseln, weil das beruhigt immens die Haut. Du hast hier keine Parfümstoffe drin, du hast hier sehr schön Panthenol und sowas mit dabei. Und das ist ja eigentlich für die sensible Gesichtshaut gemacht, wo du auch zum Beispiel Neurodermitis oder sowas hast. Oder eine sehr, sehr gereinzte Haut. Und deswegen ist es halt für untenrum perfekt, Leute, ich sag's euch. Naja. Aber auch als Gesichtscreme super gut geeignet. Und die in Kombination mit der Augencreme befindet sich nämlich in diesem Sensitive Skin Starter Set. Und da könnt ihr halt auch mit Super Claudi 20% drauf sparen. Finde ich ganz nice. Ne? Also da vor allem, wenn man noch so ein bisschen Einsteiger ist oder wenn man halt die Produkte schon genau kennt und sieht, okay, da sind super viele Sachen von dem, was ich mir eh bestellen würde im Set. Einfach eine Empfehlung von meiner Warte aus. Ich habe noch einen Duft aufgebraucht. Und zwar La Vie Belle von Lancôme. Das L'Elixir. Das ist ja der neue Duft und oh mein Gott, riecht der gut. Der riecht so gut. Ich glaube, ich will den haben. Ich glaube, ich muss ihn haben. Da war nicht viel drin, ne? Aber der riecht bombastisch. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das irgendwie an der Kirsche oder so liegt, was mit dabei ist. Aber das riecht richtig, richtig toll. Fruchtig, blumig, angenehm. Dann habe ich von Anastasia Beverly Hills das Dewy Set Setting Spray aufgebraucht, was nur so ein kleines Ding war, ne? Aber es ist leer und das habe ich gerne verwendet und das mochte ich auch sehr gerne. Das hat auch wirklich so einen leichten Glow noch mitgegeben, aber ich hatte jetzt nicht überall Glitzerpartikel. Das finde ich immer ganz gut, wenn ein Setting Spray, was Dewy Finish macht, es nicht hat. Dann habe ich hier auch noch von Dalton aufgebraucht den Triple Hyaluronic Booster. Das ist mit Plumping Effekt, das ist einfach ein Hyaluronsäure-Serum, was aber drei verschiedene Arten von Hyaluronsäure hat. Also diese unterschiedlich kettigen Hyaluronsäure Moleküle, so. Und das kann dann in unterschiedliche Hautschichten eindringen und da entsprechend die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Deswegen ist es immer ganz gut. Schaut einfach, wenn ihr euch solche Produkte kauft, dass da auch draufsteht, dass das verschiedene Arten von Hyaluronsäure sind, damit ihr auch gewährleisten könnt für eure Haut, dass auch alles wirklich tief genug eindringen kann. Ne? Dann habe ich aufgebraucht von Jungglück das Babyöl, habe ich aber an mir aufgebraucht. Genau, weil für Julius verwenden wir kein Babyöl, da haben wir eine Bodylotion oder sowas. Und ja, das hat mir gut gefallen, habe ich an meinen Oberschenkeln verwendet und da hat es mir gut gefallen. Dann habe ich noch ein paar weitere Produkte. Ich muss echt ein bisschen schmunzeln, weil ich hier sehr viel Parfum aufgebraucht habe. Das ist ja total abgefahren. Auf jeden Fall habe ich hier von Isana noch eine Ampulle gemacht und zwar ist es das Ceramid-Konzentrat gewesen, was definitiv auch eine sehr, sehr, sehr schöne Ampulle war und mir auch echt gut gefallen hat. Und da könnte ich mir auch vorstellen, die auch wirklich regelmäßiger zu verwenden, weil die echt gut ist. Dann habe ich hier aufgebraucht von Jean Darcel Concentré Revitalisant DNA Essentials, genau. Das ist halt, glaube ich, auch irgendwas mit Stammzellen. Auf jeden Fall hat sich das sehr reparierend in meinem Gesicht niedergeschlagen, angefühlt. Wie auch immer man das jetzt definieren mag. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal noch die Parfümproben, die ich aufgebraucht habe. Also ich war wirklich sehr, sehr fleißig. Ne? Ich lache gerade echt über mich selber. Das hatte ich bei der Parfümerie Katz in dieser Tasche mit drin. Das ist das Parfum Delmar Mahina. So ein kleines Produkt war das. Ich glaube, 2 ml oder so waren da drin. Das war ein Duft, der sehr... Oh, jetzt geht es mir hier in der Nase, ne? Der sehr frisch ist. Also sehr frisch, frisch. Ich denke, da sind auch zitrische Noten mit drin. Also eher ein Duft, den ich so im Frühling sehen würde. Aber ein schöner Duft. Ob ich mir das jetzt in groß kaufen müsste? Ich glaube eher weniger. Das J'adore von Dior fand ich auch sehr schön. Das ist halt ein bisschen schwerer. Kommt da noch was raus? Ich rieche da gar nichts mehr. Ich weiß nur, dass ich das schön fand. Ich rieche es nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall ein schöner Duft, der etwas schwerer unterwegs war. Und ein sehr klassischer Duft. Aber auch das würde ich mir wahrscheinlich so nicht kaufen, weil er mir halt zu... in Anführungsstrichen, normal ist, aber schön halt, ne? Aber ich habe sehr viele normale Düfte. Und dann habe ich aufgebraucht das Maison Noir Somnia. Das fand ich auch echt interessant, weil das sehr süß riecht. Und das mag ich einfach aktuell auch richtig gerne. Das hat sowas blumig-süßes, Geiles mit dabei. Ein schöner, schwerer Duft. Also den mag ich sehr gerne. Da kann man auch mal gucken, was der so im Originalen kosten würde. Ich glaube, sehr viel. Und dann habe ich noch hier aufgebraucht von Current Body, auch von Melly geschenkt gekriegt. Die Augenpatches lässt toll abschwellen, genau. Sehr dünn, ohne Rutschen. Okay, oder? Ohne Rutschen. Ohne Rutschen. Ich weiß nicht, was das heißt. Was ich da halt vorher für einen Buchstaben geschrieben habe. Habe ich auf jeden Fall von Melly bekommen.
Die mochte ich. Also keine Ahnung. Was ist das für ein Buchstabe? Vier? Und. Ein Und könnte das sein. Das ist ein Und-Zeichen. Okay. Wenn man mit so einem dicken Edding da auf solchen kleinen Sachen rumschreibt, ne? Nö. Also das sind schöne Augenpatches, die man sich auf jeden Fall auch angucken kann. Und dann habe ich hier noch von Peugeot was aufgebraucht. Die Mask Detox Eclat. Eine Detox Radiance Maske. Da habe ich nicht so viel von gemerkt. Ich fand die einfach okay. Also das war jetzt nicht negativ, sonst wäre die im Flop-Video gelandet, ne? Und dann habe ich jetzt zu guter Letzt das Yves Rocher Vanille oder Vanille d'Orchidée ein Duschgel drin mit 50 Millilitern gehabt. Und da hätte ich mir gehofft, dass das Ganze halt noch intensiver gerochen hätte. Da hattest du schon diese Vanillegeschichte mit dabei, aber ich fand, dass die Orchidee zu viel mit dazu tun wollte. Aber es war schon ein schöner Duft. Aber diese Orchidee ist mir, also auch wenn ich den Orchideenduft mag, aber ich hatte mich eigentlich mehr auf den Vanilleduft gefreut. Aber ich finde, hier ist die Orchidee, also ich habe mich auf den Vanilleduft gefreut und die Orchidee ist hier drin für mich persönlich ein bisschen präsenter gewesen. Aber es war ein gutes Duschgel, was auch Spaß gemacht hat. Ich habe hier Duschgel jetzt an der Nase. Ich hätte mich halt, ja, ist halt immer bei diesen kleinen Sachen so, ne? Das ist ein bisschen schwierig, da musst du die über Kopf lagern, dass du alles rausbekommst und so. So kleine Tuben finde ich tatsächlich, also solche, ne? Finde ich dann in so einer Geschichte einfach ein bisschen einfacher. Leute, ich habe es geschafft. Ich habe hier einfach mal mein ganzes Körbchen abgequatscht und ich hätte nicht gedacht, dass es so viel dekorative Kosmetik gewesen ist. Wobei doch irgendwie schon, weil ich ja auch mich ziemlich viel auch mit den gleichen Produkten schminke, eben weil ich ja die Adventskalender mache. Ne? Dann habe ich halt jeden Tag, dass ich dann auch so meine Routine hier habe. Und ja, Leute, das ist mal ordentlich was gewesen. Aber wie gesagt, ungefähr 2 Monate ist es jetzt an Produkten. Und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen inspirieren konnte. Vielleicht konntet ihr auch ein bisschen abschalten. Und wie gesagt, ich habe euch alles nochmal irgendwie so ein bisschen, nicht alles, ich habe euch allerhand in die Infobox gepackt, wie immer. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und dann wäre es das hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.